ist, sobald wir auf dem Feld sind, Maske auf. Zweite ist, sobald wir auf dem Feld runterkommen, Laufsocke bzw. Laufstützen auf. Haben wir alle gefunden? Team von der dritten Bundesliga Nordost. Die Teams kronen gerade ein. Wird gleich losgehen. Im ersten Block spielen die Bandoleros aus Gütersloh gegen Berlin Damage und King Size Berlin gegen die Hunters Crew aus Posen. Ja, 30 Sekunden sind gecallt. Die Bandoleros gehen aufs Feld. Berlin Damage geht aufs Feld. Dann können wir mal gespannt sein, wie es losgeht gleich. Die Bandoleros stehen mit 300 auf der Gerüterseite. Besetzt das Dorito 1 direkt. One for one auf Damage-Seite. Damage nur noch zu dritt. Nur noch zu zweit. Damage im Dorito 1 und im Cake auf der Dorito-Seite. G1 auf Bandoleros-Seite. G4 auf Damage-Seite. Jetzt könnten die Bandoleros ein bisschen was machen über die Mitte. Aber da kommt wohl noch nichts. Jetzt langsam geht es hier auf die Snack-Seite. G5 auf Damage-Seite. Der Punkt gehört den Bandoleros. Handtuch Damage. Das war ein relativ klarer Punkt für die Bandoleros. Auch begünstigt durch das One-for-One direkt nach dem Break auf Damage-Seite. Jetzt spielt hier auf der linken Seite King Size, auf der rechten Seite die Hunters aus Posen. Da bin ich mal gespannt. Die spielen eigentlich gar nicht so schlecht. King Size geht mit drei Mann über die Snake-Seite. G1 auf Hunters-Seite. Die haben Dorito 1 besetzt. Und die Snake Corner. Die Snake Corner lässt sich gerade checken. Ist sauber. Berlin immer noch bei 5 Mann, besetzen jetzt Dorito 1. Versuchen Druck zu machen, besetzen jetzt die Dorito Corner, Dorito 2 auf Kingsize Seite, der Center. Jetzt das Snake Dorito geladen von Kingsize und von Posen. Snake 1, Snake 2 auf Kingsize Seite, Snake 3. Dorito 2 von Hunters Crew, Dorito 1 von Kingsize geladen. Der Snake-Spieler von Kingsize versucht gerade das Dorito auf der, den Tempel auf der Snake-Seite zu schießen, aber der ist noch sauber. Jetzt Snake 1 geladen, Snake Runner von Kingsize. Jawohl. Der Hunters Crew-Spieler schießt jetzt das Dorito 1. Hat ihn aber nicht getroffen. Jetzt ist der Center von King Size auf der Snake. Und das Dorito 1 von King Size auch. Die Hunters Crew haben immer noch Dorito 2 geladen. King Size, Dorito 1, den Center und den Tempel auf der Snake-Seite. Der andere Spieler liegt immer noch an der Snake. Ja. Den hat ins Center geschossen.
Das Lurito von King Size ist auch raus. G5 für die Hunters. Damit führt Hunters Crew 1-0. Weiter mit Bandoleros gegen Berlin Damage. Die Bandoleros führen mit 1-0. Bandoleros gehen mit 3 Mann über die dritte Seite. Und Berlin mit 3 Mann auf die Snake-Seite. Damage besetzt Dorito 2. G1, G2 auf Bandoleros Seite sind also nur noch zu dritt. Damage ist noch vollzählig. Besetzt die Snake-Corner, den Center, den Tempel auf der Snake-Seite, den Cake auf der Dorito-Seite und Dorito 2. Bei den Bandoleros ist noch das kleine M, Dorito 2 und der Tempel auf der Snake-Seite besetzt. G1 auf Damage-Seite, die Snake-Corner ist leider abgeflogen. G3 auf Bandoleros-Seite, die haben leider das Dorito verloren. Dadurch nur noch der Tempel auf der Snake-Seite und das kleine M besetzt. Damage geht jetzt über die Mitte und ist in Dorito 3. G4, G5 auf Bandoleros Seite, der Punkt gehört Damage. Ganz gut gemacht über die Mitte. Geht an Damage. Dadurch steht es 1-1. Jetzt geht es wieder mit Hunters 2 gegen King Size weiter. Ten seconds. Das Spiel mit 3 Mann auf der Snake-Seite. G1 auf G2, 1-for-1 auf Hunters Crew-Seite. G3, nur noch die Dorito Corner und der Tempel auf der Snake-Seite. Kingside besetzt Snake 2 und geht über die Mitte. Steht jetzt auf der Can auf der Snake-Seite. Im Center, in Dorito 2. Die große Medusa. Hunters Crew immer noch in der Dorito Corner. G4, nur noch die Dorito Corner für die Hunters. G5. King Size macht den Punkt. Taul von Hunters Crew. Dadurch steht es jetzt 1-1. Weiter geht's mit Bandoleros gegen Damage. Seitenwechsel. Jetzt spielt Bandoleros von rechts. Damage von links. Leise! Wird
Damage besetzt die Snake Corner, den Temple auf der Snake Seite, den Center, den Cake und die Dorito Corner. Bandoleros doppeln den Cake auf der Dorito Seite, haben aber auch schon den Snake Corner verloren. Darum jetzt 5 gegen 4. 4 gegen 4, Damage hat auch die Dorito Corner verloren leider. Hat aber Dorito 1 gesetzt, spielen im Center. Jetzt die Snake 1. G2 auf Damage-Seite, G1 auf Bandoleros-Seite. Jetzt auch G2, also 3 gegen 3. Bandoleros jetzt im Dorito 3 im Center und im Temple auf der Snake-Seite. Damage im Dorito 1 im Center. Das Dorito 1 ist jetzt gerade abgeflogen. Damage jetzt in Snake 1 und im Center. Bandoleros in der Snake-Corner. Im Cake auf der Dorito-Seite und im Dorito. Ja, so schnell kann es gehen. Zwei gleichzeitig abgeflogen. G5 auf Damage-Seite. Bandoleros jetzt am Buzzer. Mit 1, 2, 3 alive. Der Spieler wird gecheckt. Punkt Bandoleros. 2 zu 1 für die Bandoleros. Haben die gut gemacht. Wir haben letzte Woche mit denen trainiert, da sahen die auch schon gar nicht so schlecht aus. Haben sich noch ein bisschen gesteigert im Vergleich zu letzter Woche. So, schießen guten Breakout. Wird sich zeigen, was läuft. Kleiner technischer Einsatz hier für die Feldcrew. Die kleine Medusa muss ein bisschen Luft haben, glaube ich. Kingsize bespricht nochmal, was die machen wollen. Die Hunters auch. Wir haben Kontaktprobleme, die Kabel haben schon. Auf Kingsize-Seite. Spielen jetzt auf dem Temple auf der Snake-Seite den Center, den Cake und die Dorito-Corner. Hunter's Crew ist auf der Dorito-Corner, im Center den Temple, Dorito 1 und den Cake auf der Snake-Seite. Kingsize jetzt auch im Dorito 1. Kingsize hat jetzt die Dorito Corner nachbesetzt. G1 auf Posenseite. G2, das Dorito ist raus. Dorito 1 wird nachbesetzt. Dadurch die Hunters nur noch im Dorito 1 im Center und Cake auf der Snake-Seite. Kingsize ist im Temple auf der Snake-Seite, im Center, in der Dorito Corner und im Dorito 2. Von Kingsize auch raus. Dafür ist jetzt der Spieler von Hunters Crew im Snake Dorito. Kingsize besetzt Dorito 1 nach, Hunters Crew Dorito 1 und Dorito 2. Der Center von Kingsize versucht, der Snake Dorito zu blocken.
der Tempel auf der Snack-Seite versucht, das Dorito zu blocken. Die Hunters versuchen jetzt ganz ruhig den Punkt runterzuspielen. Die Hunters immer noch Dorito 1, Dorito 2 und Snake Dorito. King Size im Dorito 1, im Center und im Temple of the Snake Size. King Size wechselt jetzt in Dorito 2. Relativ statischer Punkt, keiner will einen Fehler machen. Kings heißt Dorito Runner. Wurde geschossen. Hat er seinen Gegenspieler getroffen. Ja. Dadurch G3 auf Kings heißt Seite. G3 auch auf Hunters Crew Seite. Hunters jetzt in Dorito 1 und Snake Dorito. Und Kings heißt im Center und im Temple auf der Snake Seite. Für die Hunters. Mal sehen, was wir draus machen. Anders Wechsel von Dorito 1 in Dorito 2. Auf Hunters Crew. Dorito 2 und Snake 3 für Hunters Crew. King Size im G4 King Size. Nur noch der Tempel auf der Snake Seite. G5. Der Punkt gehört den Hunters. King Size Towel, dafür 2 zu 1 Hunters Crew. Weiter geht's mit Damage gegen Bandoleros. Bandoleros mit dreimal auf die dritte Seite, Damage mit dreimal auf die nächste Seite. Damage in der Snake Corner, im Tempel, im Center, im großen Cake. G2 auf Bandoleros Seite. Wir setzen jetzt Dorito 1, den Cake auf der Dorito Seite und den Center. Damage in Dorito 1, Dorito 2, Center im Tempel und in der Snake Corner. Ja. Damage versucht hoch zu machen. Damage immer noch Dorito 1, Dorito 2, Center im Cake auf der Snake Seite und in der Snake Corner. Bandoleros G3, das Dorito ist raus, jetzt nur noch der Cake auf der Dorito-Seite und der Center. G4, jetzt nur noch das kleine M auf der Dorito-Seite. G5, der Punkt gehört Damage. Müssen nur noch was angehen. Haben sie gut gemacht. Auf der Dorito-Seite aggressiv gepusht. Ah. Versuchter Deadman's Walk von Bandoleros. Ein Meter vom Buzzer. Leider geknipst worden.
Punkt Damage 2 zu 2. Noch One for One gegen Damage. Der Spieler der No Point. No Point. Oh. Gibt es noch Diskussionen mit dem Headref? Ja, Damage ist mit der Entscheidung wohl nicht ganz einverstanden. Gleich mal gucken, wie es ausgegangen ist. Okay. Der Match hat noch einen 2-for-1 für Spinning gekriegt. Was passiert mal? Wir sind immer noch nicht ganz einverstanden. Leichtes Gepöbel in der Box. Aber hier geht es gleich weiter mit Hunter's Crew gegen King Size. Da steht das gerade 2-1 für Hunter's Crew. Zieht sich hier gerade noch ein bisschen hin. So, 10 Seconds. Weiter geht's. King Size mit 3 Mann auf der dritten Seite, Hunter mit 3 Mann auf der Snake Seite. Hunter ist cool gesetzt, Snake 1 direkt, kommt er an. Nein, er ist aus. Dadurch Hunter ist cool nur noch zu viert. Dorito Corner, das kleine M auf der dritten Seite, Center der Tempel. King Size mit 2 Mann im Tempel, Center. King Size jetzt in der Snake 1. Sauber. Jawohl, ist angekommen. King Size in der Snake 1, in der Dorito Corner, im Center, im Tempel und im Cake. G2, G3 auf Hunter's Crew Seite. Nur noch die Dorito Corner. Und nur noch die dritte Corner, so wie es aussieht. Und das kleine M. Dorito Corner und das kleine M. G4 auf Hunter's Crew Seite, nur noch die Dorito Corner. Snake 4 für King Size. Die kommen jetzt auch über die Mitte und über die Doritos. Das war's. Towel Hunter's Crew. 2 zu 2. Soll ich zwischendurch einfach mal gucken, ob die Stecker richtig drin sind? 13! So, Damage gegen Bandoleros. Immer noch Diskussion mit Madref. So, Spielstand ist immer noch 2 zu 1. Bandoleros gegen Damage. Damage ist leicht geladen durch die Entscheidung des Headrests. So, aber da gibt es noch keine Diskussion. Das wird so durchgezogen. 10 Sekunden.
Damage wieder mit 3 Mann auf der Snack-Seite. Bandoleros mit 3 Mann auf der Dorito-Seite. Damage, Snake Corner, Temple, Center, Cake und Dorito Corner. Bandoleros, Dorito 1, das kleine M, der Cake, Center und der Temple auf der Snack-Seite. Damage jetzt schon im Dorito 1. Bandoleros schießt mit 4 Mann auf die Dorito-Seite. Damage im Dorito 1, im Cake, Center, Temple und Snake Corner. Bandoleros, Dorito 2, Dorito 1, Cake, Center und im Temple auf der Snake-Seite. Damage jetzt auch im Dorito 2 und in der großen Medusa. G1 auf Bandoleros Seite, ist jetzt die Snack-Seite komplett frei. Bandoleros, Dorito 1, Dorito G1 auf Damage-Seite, die große Medusa hat es leider nicht überlebt. Bandoleros, Dorito 1, Dorito 2, der Tempel und der, oh, der Center ist auch raus. Jetzt nur noch die Dorito-Seite besetzt. Damage immer noch Dorito 2, Center, Snake Corner und im Tempel auf der Snake-Seite. Oh, ein schöner Trade auf der Dorito-Seite. Bandoleros hat Dorito 2 verloren. G-Town immer noch im jetzt wieder Dorito 2 nachbesetzt und im G4 nur noch Dorito 2 für die Bandoleros. So, Damage jetzt hier in der Snake 4. In der Snake 4 auf Bandoleros Seite. Jetzt kommt noch mit 2 Mann über die Mitte. Oh, das hat der Spieler leider nicht geschafft von den Bandoleros. Damage auf dem Weg zum Buzzer. Wieder will ich noch checken lassen. Ja, sieht gut aus. Schick jemand anders. Das war's. Ja. Noch eingehend gecheckt, ob der Spiel auch sauber ist. Punkt Damage. 2 zu 2. Der Seitenwechsel, Hunters Crew gegen King Size. 2 zu 2 für die Hunter. Hunters und King Size natürlich. Mal gucken, ob King Size jetzt was umstellt oder die Hunters. Hunters Crew mit 3 Mann auf die dritte Seite, Kingsize wieder mit 3 Mann auf die Snake-Seite. Der Kingsize-Spieler gestolpert, jetzt doppeln will den G1 auf Kingsize-Seite, die Dorito-Corner ist abgeflogen. Wird jetzt nur noch Cake auf der Dorito-Seite im Center und mit 2 Mann im Tempel. Hunters Crew ist im kleinen M, im Dorito 1, Center, Tempel und im Cake auf der Snake-Seite. King Size G2, nur noch der Center und Doppel-K. Wenn die Hunters jetzt ein bisschen sehen, was los ist. Ah, G3, nur noch Center und der Tempel auf King Size Seite. Oh, jetzt müssten die Hunters eigentlich ein bisschen Druck machen. Aber die beiden King Size Spieler. Oh, Hunters Crew im Dorito 4. Und Dorito 1 im Center, im Tempel. 5 gegen 2. Jetzt ist auf Kingsize Seite der Cake auf der Snake Seite und der Center besetzt. Die versuchen das jetzt aufzukrossen. Aber Hunters Crew kommt über die Mitte. Beide noch sauber auf Kingsize Seite. G4, Kingsize, nur noch der Center. Towel Kingsize. Cool.
Foul in den letzten 60 Sekunden. Allzu viel Spielzeit wird nicht mehr sein. Hunters führen 3-2. Bandoleros gegen Damage. Bandoleros wieder von links, Damage von rechts. Knapp 3 Minuten Restspielzeit gegen Bandoleros gegen Gütersloh. Entschuldigung, Bandoleros gegen Damage. Bin ich mal gespannt. Damage ist ja noch leicht angefressen von dem No-Point. So, 10 Seconds laufen. Damage schießt wieder mit 3 Mann auf die Dorita-Seite. Das machen die Bandoleros aber auch. Bandoleros besetzen die Snake Corner. Den Tempel, den Center. G2 auf Damage-Seite. G3 auf Damage-Seite. Nur noch Dorito 1 und der Tempel auf der Snake-Seite. Allerdings auch G2 auf Bandoleros Seite. Snake Corner, Tempel und Snake 1 mittlerweile. Snake 2, Snake 3. Bandoleros an Snake 3. G4 bei Damage, nur noch der Tempel auf der Snake-Seite. Bandoleros jetzt im Dorito, im Tempel. G5. Towel Damage. Dadurch 3-2 Bandoleros. Die Hunters führen mit 3-2 und es sind noch 44 Sekunden. Laufen. Ja. 10 Seconds. Kings heißt mit 4 Mann auf der dritten Seite. Center, G1 auf Kingsize Seite. Bei Kingsize ist der Center die Dorito Corner, das kleine M und der Cake auf der Dorito Seite besetzt. Die Hunters Crew besetzen jetzt die Snake Corner, sind im Center beide Cakes und in der Dorito Corner. Kingsize G1 auf Hunters Crew Seite, Kingsize jetzt im M, Dorito 2 und im Center. Der Center ist raus. Sind aber raus. Dorito Runner auch raus. Schneller Punkt von Kingsize. Restspielzeit gut ausgenutzt. 1,5 Sekunden Restspielzeit. Nicht schlecht. Punkt Kingsize, 3-3, 1,5 Sekunden Restspielzeit. Knapp 3 Minuten, Bandoleros gegen Damage. Bandoleros führen mit 3-2. Haben eben
echt gut gespielt. Über die Snake Corner, die Snake gesetzt. Leider das Dorito verloren dabei. Bandolero ist wieder mit dreimal auf der Dorito-Seite. Dorito 1, das kleine M, der Cake, Center und der Tempel. Bei Damage Dorito 1, der Cake, Center, Tempel und der Cake auf der Snake-Seite. G2 auf Bandoleros Seite. Nur noch im kleinen M, im Dorito und im Tempel auf der Snake-Seite. Damage wartet jetzt, ich weiß zwar nicht warum. Wir setzen jetzt die Snake Corner. Dorito 1 ist besetzt. Der Cake, Center, Snake Corner und der Cake auf der Snake Seite. Der geht jetzt über die Mitte. Ist jetzt in Dorito 2. Dorito 1 und Dorito 2. Dann haben wir immer noch nicht raus, dass der Damage-Spieler im M steht. One for one auf Bandoleros Seite. Die komplette Dorito-Seite ist raus. Towel Bandoleros. Dadurch steht es 3-3. Mit 1,43 Restspielzeit. Läuft. 10 Seconds, King Size gegen Hunters Crew. Aber die werden wohl direkt in die Overtime gehen, weil nur noch 1,5 Sekunden Spielzeit. So, wurde gerade eben besprochen hier. Wir gehen direkt in die Overtime. Kleine Medusa hat wieder ein leichtes Luftproblem. Der Blower wird gerade angeschmissen. Wird vor dem Punkt nochmal schnell die Deckung aufgeblowt. Ja. Hopp, hopp. Den Jungs am Break ist warm. Ja, um aufs Wetter zu kommen, hier ist kein Wölkchen am Himmel. Es ist schon relativ warm. Das geht heute bestimmt noch richtig ab. Nicht viel Schatten. Es wird sich zeigen, wie die Spieler damit zurechtkommen. Einige werden wohl Probleme kriegen. Da heißt es trinken, trinken, trinken. So, die 10 Seconds laufen. King Size mit drei Mann auf der Dorito-Seite. Hunters Crew auch. King Size besetzt die Corner, das kleine M, den Center, den Cake auf der Dorito-Seite und den Tempel. Die Hunters Crew besetzen das kleine M, die Dorito-Corner, den Center, den Tempel und die Snake-Corner. Hunters Crew ist jetzt auf, hat den Tempel aufgelöst auf den Cake auf der Snake-Seite. Immer noch 5 gegen 5. Oh, guter Move.
Hunter's Crew jetzt im Snake Dorito, in der Snake Corner, im Center, im Dorito 1 und in der Dorito Corner. Kingsize jetzt im Cake auf der Snake Seite, im Center, Cake Dorito Seite, im Dorito 1 und in der Dorito Corner. Dorito von Hunter's Crew schießt auf den Cake auf der Snake-Seite. Der allerdings schießt cross auf das Dorito. Ja, hat er da einen Picktreffer? Den Hunter ist immer noch Dorito 1, die Dorito Corner, Center, Snake Corner und Snake Dorito. Bei King Size mittlerweile Dorito 2, Dorito Corner, Cake, Center und der Cake auf der Snake Seite. G1 auf King Size Seite, G2 auf King Size, G3 auf King Size Seite. Nur noch Dorito 2 und der Center. Der Hunter's Crew Spieler ist hier in Snake 4. Und nur noch das Dorito 2. Das war's. Hunters noch mit 5 alive auf dem Weg zum Bazaar. Hat der Spieler hier auf der Snack, hat er sehr gut gemacht. So, muss das noch gecheckt werden. Verläuft den Punkt gemacht. Nicht schlecht. Dadurch hat Hunter's Crew mit 4-3 gewonnen. Jetzt geht es nochmal beim Spielstand von 3-3 Damage gegen Bandoleros. Mit etwas über einer Minute Spielzeit noch. Seconds laufen. Bin ich mal gespannt. Bandoleros mal wieder mit 3 Mann auf der Dorito-Seite. Damage versucht zu pushen auf der Snake-Seite. Damage im kleinen M, im Cake, Center, Tempel. G2 auf Bandoleros, G3 auf Bandoleros-Seite. Nur noch der Tempel und der Center. Damage schon im Dorito 2. Dorito 1, Dorito 2, Center Temple und der Cake auf der Snake-Seite. Also eindeutig überlegene Feldpositionen. Wir setzen jetzt noch die Snake-Corner. So, machen das Feld schön breit. So, Bandolero in der Mitte gefangen. Nur noch im Center und im Temple. G4, nur noch der Center. Ah, das sieht schlecht aus. Schießt aber noch den Snake-Spieler. Das war's. Leider an den Punkt abgegeben, Damage auf dem Weg zum Buzzer. Ja, wird gecheckt. So, Bandoleros geben damit die Partie mit 3-4 gegen Damage ab.